Hi Leute, willkommen zurück zu Gothic 3. Alles klar? Sterbe ich nicht. Na, natürlich nicht. Wer bist du? Ich bin hier, um eurem jämmerlichen Dasein ein Ende zu bereiten. Nur weil wir Gorm nicht als Anführer akzeptieren und unseren eigenen Weg gehen wollen? Tut mir leid, aber ich habe diesen Auftrag angenommen. Und das Gold, das ich dafür bekomme, kann ich wirklich gut gebrauchen. Ihr Krieger habt Myrtana zu einem Land voller Mörder gemacht. Aber vielleicht kann ich dich ja überzeugen, uns nicht umzubringen. Und wie willst du das tun? Und wie? Ich zahle dir einfach mehr als dieser Weingar. Verstehe. Gut. Einverstanden. Eine Sache musst du aber noch für uns tun. Und das wäre... Und das wäre? Seit wir hier leben müssen, haben wir keine Arbeit. Wenn wir dir all unser Gold geben, musst du uns Arbeit suchen, damit unser Leben wieder einen Sinn hat. In Ordnung? Gut, ich werde die Augen offen halten. Weingart muss sterben? Wieso? Warum? Hä? Also, das ist mir jetzt gerade zu doof. Wenn ich jetzt die umbringe, dann weiß ich zumindest, was ich machen muss. Quest gescheitert, nächster gescheitert. Hier stirbt kein Weingart. Weingartner. Da merkt ihr mal, wie das ist, gegen den Zauberer zu kämpfen, Jungs. Das ist total schwierig. Tja. Bleib stehen. Bleib stehen! Oder ich reiß dir den Arsch auf. Was machst du denn, wenn ich stehen bleibe? Dir den Arsch aufreißen. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Jetzt wirst du was erleben! Jetzt wirst du was erleben! Oh ja, das ist ja wie Ferienfreizeit hier eigentlich. Deserteure kann ich nicht abhaben! Wir brauchen die. Die brennen doch alle schon. Das ist doch eigentlich nur eine Fackel, die auf mich zukommt hier. Die haben schon ein bisschen Life, ne? Also das ist schon schwierig. Verzierter Turmschild, Breitschwert, Schmiedehammer. Wenn ich euch umbringe, dann kriege ich euer Geld doch auch. Ja. Shit, Sherlock. Ich hab's raus, Leute. Ich brauche auch gar keine Diskussion mehr. Also ich bin der Meinung, das reicht jetzt. Ich hole mir einfach beides. Wo sollen die es denn versteckt haben? Haben die ihren Strumpf unter dem Bett oder so? Das finde ich. Deserteur. Deserteur. Oh ja, ich glaub's nicht, ey. Ich brauche unbedingt mehr Magieschaden. Habe ich eigentlich wieder Punkte, um mir was zu kaufen? Nö. Oh, entschuldige, wir sind unterbrochen worden. Tut mir leid. Ganz unsanft. Da ist schon der nächste tot. Und da stirbt noch einer. Wahrscheinlich ist das eigentlich so konzipiert, dass man die gar nicht töten können darf. Aber ich schaff's trotzdem, weil ich mit Zaubersprüchen hantiere. Stell mal vor, das hier wieder im Nahkampf. Das sage ich oft, aber... Das ist unmöglich, Leute. Au! Jetzt brennt der Dicke. Besiege den Dicken. Das war die beste Quest im ganzen Spiel. Besiege den Dicken. Der Dicke! Dicken. Oi. Bin ich hier gleich mal fertig? Habe ich dann alles? Ich glaube ja, ne? Drei. Okay, ich habe euch alle erledigt. Wo ist meine Belohnung? Hätte ich das machen sollen? Nein, Leute, sag jetzt nicht, das hätte ich nicht machen sollen. Also dann fange ich ja an, Amok zu laufen hier, ne? Unmöglich. Nichts zu holen. Nichts zu holen, nee. Aber ich habe ja den Schild unseres Dicken hier. Da. Verzierter Turmschild. Ein Schild, der eines Königs würdig ist. Ja. Mein Schild. Schwere Truhe, die geht auf. Das ist gut. Das auch. So. Hackebeil.
Ich voll der Hackebeil, ja, krack. Das gibt sogar ordentlich Kohle, wenn ich das verkaufe. Seht ihr mal? Merkt ihr was? Wir schaffen's. Ein Kaugummi kauendes Lakritzmonster. Pfefferminzbonbon süchtig, lecker und schmackhaft. Bis Mittag schlafen. Ja. Und los geht's. Hühnchenattacke. Ja, ich würde meine Ersparnisse auch immer bei meinen Hühnchen lassen. Chicken. Da sind zu schwer. Oh, schwere Schlösser knacken. Stabile Metalltruhe. Kriege ich nicht auf. Schade. Okay. Ich kann aber nicht nach Süden in Richtung Varant, ne? Das funktioniert nicht. Das heißt, wir waren jetzt schon in allen Städten außer in Okara, ne? Ich teleportiere mich einfach mal wieder zurück nach Gotha. Obwohl, da hinten sind noch Hühnchen. Kommt hierher, ihr süßen Chicken. Ich habe bestimmt irgendwas übersehen hier. Und Schweine gibt's hier auch noch. Ja, ich gehe einfach mal hier lang. Nimm die Waffe weg! Ach, dich gibt's auch noch! Sag doch, irgendwas habe ich übersehen. Du bist das daneben. Ja gut, dass ich mich noch nicht wegteleportiert habe. Der war gerade wahrscheinlich dabei, sich die Hose auszuziehen und bei so einem Schwein richtig Gas zu geben. Oh ja, töte die Deserteure. Hat geklappt. 2500 Erfahrungspunkte. Yay. Und ein paar verbrühlte Schweine. Die brate ich doch gleich durch. Sonnenkraut in so einer Höhle, das ist... Wahrscheinlich heißt das dann so, weil es eben nicht sonnig ist. Deswegen heißt das Sonnenkraut. Ja, genau. Das ist genau der Fall. Goblinbeere, ja! Gibt Bonus auf Jagdgeschick. Okay, jetzt sind wir hier fertig. Jetzt können wir wieder nach Gotha. Gotha! Und wir sind durch. Ja. Wo ist denn hier der Typ mit dem Earrape? Finde ich wieder nicht. Hier. Sie sind tot. Sie sind tot. Ausgezeichnet. Die Luft riecht auch schon viel frischer. Ah. Mein Gold, bitte. Aber sicher. Hier hast du es. Ich hoffe, du wirst Gorn weiter zu Diensten stehen. 5000? Sag mal. Das ist ein Hungerlohn. Das sehe ich nicht ein. Was ist los? Ich bin Ulva. Ich traue um meinen Mann. Er liegt hier begraben. Wie ist das passiert? Er war Spion und sollte Informationen über die Orks in Montera sammeln. Aber er wurde entdeckt und dann ermordet. Diese Bestien haben seinen Körper in Stücke gehackt und überall in Montera verteilt. Wir haben nur den Rumpf und den Kopf finden können. Das tut mir leid. Ich kann dir den Verlust zwar nicht leichter machen, aber ich hoffe, dass dir bessere Zeiten bevorstehen. Immerhin hat dein Mann sein Leben für Myrtana gegeben. Danke, das hoffe ich auch. Leider hat mein Mann all unser Gold an einem Ort versteckt, den nur er kannte. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Würdest du für mich nach dem Gold suchen? Ich könnte dir dafür auch was über Magie beibringen. Klar, ich helfe dir gerne. Hat dein Mann irgendwelche Hinweise hinterlassen, wo die Truhe sein könnte? Nein, er hat nie darüber geredet. Könnte einer der Freunde deines Mannes vielleicht was wissen? Er hat im Lager viel Zeit mit Reik, Gotthard und Lennart verbracht. Vielleicht weiß einer von ihnen mehr. Na gut, also das kriegen wir ja ganz locker hin. Wir müssen nur irgendwoher den Schlüssel suchen. Weil die Triche da nicht funktionieren. Leid, Gotthard und was nicht alles... Und hier müsste irgendwo noch der Teleportstein nach Vengard sein. Zumindest laut Guide. Nö! Nö! Ah. Natürlich nicht. Was ist hier? Komm ich hier weiter? Mach hier keinen Ärger, klar. Hier ist sicher noch was zu erledigen. Was ist hier? Hä? Fangen den Wertsachen zwei Wachen. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich weiß das nicht. Das kommt von alleine.
Ah, vielleicht war das im Guide vertauscht und da haben die ja irgendeinen Fehler gemacht. Dann müssten wir irgendwann nochmal zu Fuß nach Vanguard und uns da mal umsehen. Aber erstmal müssen wir hier über das Gold reden. Kümmer dich besser um deinen Kram. Kümmer dich besser um deinen Kram. Kriegerfrau. Hast du schon viele Schlachten miterlebt? Nein. Eigentlich bin ich ein normaler Bürger, aber ich wurde wegen des Kriegs eingezogen. Okay. Lass uns kurz in Ruhe reden. Lass mich in Ruhe reden. Du hast auch sicher noch was zu erledigen. Ich mochte das im ersten Gothic, dass man dann einfach mit jedem über alles reden konnte. Da gehst du hin und sagst, ja, wer hat hier das Sagen, wo finde ich den und bla. Das konnten die alle dir erzählen. Das war ein bisschen schöner, aber hier... Deinen Kram, deinen Kram. We're taking the Hobbits to Isengard. Deinen Kram, deinen Kram. Einige Probleme erledigen. Ich bin mir sicher, du hast was zu tun. Da haben wir Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Kümmer dich besser um deinen Kram. Erstmal Pause machen. Kümmer dich besser um deinen Kram. Deinen Kram. Deinen Kram. Kümmer dich besser um deinen Kram. Da. Kümmer dich besser um deinen Kram, deinen Kram, deinen Kram. Kümmer dich besser um deinen Kram. Da-dam. Gibt's das schon? Leute, wenn's das gibt, bitte ich giss sofort. Das ist. Boah. Ich brauche eigentlich nur den Schlüssel für diese doofe Truhe und dann bin ich auch wieder weg. Habe ich hier schon? Erstmal Pause machen. Erstmal Pause machen. Die machen alle Pause. Das kenne ich schon. Ja, toll. Na, toll. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ah. Ist auch kein Bett. Irgendwann ist das Bier, Bett. Da komme ich nicht vorbei. Hallo. Ab ins Bettchen. Sven Böhmwelm. Bis Mittag schlafen. Okay, I. Nee, L war das, ne? Genau. Ulversmann, wie hießen die Typen? Gotthard und Lennart. Wo sind die denn? Wer ständig alles... Stör mich was nicht. Was willst du? Sind die auch in der Höhle hier? Ich bin mir sicher, lass du hast... Lass mich in Ruhe. Kümmer dich besser um deinen Kram. Was willst du? Hier, Gotthard. Hast du nichts zu tun? Nein, hab ich nicht. Kümmer dich... Ich hab's jetzt so im Ohr, Leute. Ich habe es im Ohr. Das ist unglaublich. Ich krieg's auch heute nicht mehr raus. Kümmer dich besser um deinen Kram. Deinen Kram. Deinen Kram. Kümmer dich besser um deinen Kram. Da-dam. Kümmer dich besser um deinen Kram. Ah, Leute. Das ist nicht gut. Seid ihr die Jungs? Lass mich in Ruhe. Mach hier keinen Ärger, klar? Doch, bitte. Zu schwer. Scheiße. Wo sind denn Gotthard und Wurstkopf? Mann! Ich habe einen Schlüssel, aber ich verkaufe dir den nur für 10.000 Euro. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Kümmer dich besser um deinen Kram. Ich werde es nie wieder aus dem Kopf rauskriegen. Nie wieder. Nie wieder. Jedes Mal, wenn irgendjemand sagt, kümmer dich besser um deinen Kram, dann habe ich gleich das Lied im Ohr. Das ist sowas von Scheiße. Ich glaube, das muss ich machen, Leute. Das muss ich machen. Das kann ich nicht mehr sehen. Ich mach erstmal. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Lass mich in Ruhe. Ich kann nicht mehr. Du hast. Lass mich in Ruhe. Moin. Hat Gorn mal die Paladine um Hilfe gebeten? Was ist denn schon so Besonderes an den Paladinen? Die hocken doch nur rum und grübeln mit Lee, ob sie in den Krieg ziehen sollen. Wir dagegen kämpfen. Unterstützen die Paladine eine der Seiten im Krieg? Nein, sie vergeuden ihre Zeit lieber mit endlosen Diskussionen. Na toll. Hallo, Ulver schickt mich. Ach ja, ich kannte ihren Mann. Worum geht's? Ulvers Mann hat ihr gesamtes Gold in einer Truhe versteckt. Was? Wo? Das wollte ich eigentlich von dir wissen. Hat ihr Mann mal die Truhe erwähnt? Nein, tut mir leid. Da kann ich dir nicht helfen. Schade. Was? Wo? Ich will das sofort haben. Ich kann nicht mehr. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Ich habe nichts zu tun. Das ist ja das Schlimme. Stürme hier. Ich könnte ja theoretisch hier...
Hallo, Ulva schickt mich. Die Frau von einem deiner Freunde. Ich glaub, oh, ich will ja, das gar nicht ja. Mehr. Was kann ich für dich tun? Ulvas Mann hat ihr von seinem Tod nie erzählt, wo er das Gold versteckt hat. Und jetzt kommt sie nicht an das Gold. Hat ihr Mann dir mal was über das Versteck erzählt? Einige Dinge ja, werden sich niemals erinnern. Ich weiß, wo es ist. Ich war der Einzige, dem er das anvertraut hat. Du findest ich die glaub, Truhe bei einer Brücke gemacht. In der Nähe von Faring. Ja, gut. Hast du nichts zu tun? Ich weiß, ich war da schon mal, aber wo ist der Schlüssel? Der letzte stört mich nicht. Richtig, aber trotzdem. Ich mach erstmal Pause. Ich kümmere dich besser um deinen Kram. Kümmere dich besser um deinen Kram, deinen Kram, deinen Kram. Kümmere dich besser um. Das ist so schlecht. Das ist sowas von verdammt schlecht. Ich gehe jetzt einfach zu der Truhe hin und mach die auf. Wahrscheinlich geht das ja jetzt. Ne, ich muss erst noch zu Ulva zurück und ihr erzählen, dass ich das weiß und dann. Was sind das denn hier für Würstchen? Garrix. Garrix. Was ist das hier? Erstmal Pause machen. Jo. Hallo. Du bist neu hier, oder? Zumindest kommst du mir nicht bekannt vor. Ich bin ein Bürger Myrtanas, so wie du. Manche würden mich auch einen Krieger nennen. Sehr schön. Beachte mich nicht weiter. Ich lache einfach gerne. Als Krieger sieht man so viel Schreckliches. Da muss man zum Ausgleich auch mal lachen. Mach's gut. Was? Warum bist du hier stationiert? Gorn hat mich hierher geschickt, um die Dinge im Auge zu behalten. Vor allem die netten Damen hier habe ich sehr genau beobachtet. Hast du Taurus mal getroffen? Taurus? Nein, zum Glück nicht. Aber ich habe gehört, dass er hässlicher als ein Ork sein soll. Das stimmt. Kämpfst du schon lange an Gorns Seite? Sehr lange. Ein paar von den Jungs meinen schon, wir wären verheiratet. Warum hat Gorn Treles angegriffen? Ich weiß nicht. Vielleicht hat er es mir mal erzählt, aber dann habe ich es vergessen. Wie willst du eigentlich in so einer Welt überleben? Ich meine, wenn du wissen von vornherein klar gewesen wäre, dass es hier so ein Comicspiel ist, ne? Dann wäre das eine Sache gewesen, aber so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Kamera falsch ausgerichtet ist. Hast du nichts zu tun? Kümmere dich besser. Erstmal Pause machen. Hast du nichts zu tun? Kümmere dich besser um deinen Kram. Na Leute, heute wird's nicht mehr normal. Heute wird's nicht mehr normal. Ich kann euch das versprechen. Die ganze Zeit wird es so laufen. Ich kann doch nicht weiter raussuchen. Irgendwas ist hier gerade falsch. So, jetzt ist gut. Ne, jetzt nicht. Sag mal, warum sind die ganzen Schweine hier eigentlich schon wieder? Nur damit man nicht verskillt und immer was zum Farmen hat, das ist ja eigentlich ganz nett. Können wir theoretisch die ganze Zeit hier durchlaufen und irgendwelche Wildschweine erledigen. Theoretisch. Ach, jetzt kann ich das einfach aufmachen. 3000 und eine Flammenwelle. Okay. Da drüben ist ja noch dieser komische Dieb, dem kann ich nochmal, glaube ich, ein paar Händlernamen stecken. Und dann sagt er, kümmere dich besser um deinen Kram. Lass mal Pause machen. Ja, ich kenne tausende Händler und du willst nicht einen davon kennenlernen? Schade. So, das sind 3000 Goldstücke. Ich frage mich jetzt gerade, ob das jetzt Sinn macht, ihr die Dinger da einfach zu geben. Und wahrscheinlich kennt sie ja irgendwas über Feuermagie. Das wäre natürlich der reine Wahnsinn. Aber vielleicht auch nicht. Ich speichere am besten einfach mal vorher und dann geht's los. Bitteschön. Warte. Hier. Hier bitte, dein Gold. Damit dürfte dein Auskommen gesichert sein. Vielen Dank. Und jetzt, wie versprochen, bringe ich dir was über Magie bei. Setz diese Fähigkeit mit Bedacht ein. Okay, dann mache ich mich mal auf den Weg. Bring mir etwas über... Ich möchte magische Kraft aus mir selbst ziehen? Dazu bist du noch nicht bereit. Na gut, dann eben nicht. Ah, mein Held. Ich habe im Moment leider keine Zeit. Ich bin auf der Suche nach einem neuen Mann. Okay. Okay. Dann mal viel Spaß dabei. Was ist hier eigentlich das für eine Welt? Die haben ja nicht mal im Entferntesten irgendwelche sozialen Kompetenzen. Alle nicht. Troglodytenkeule 3000 wert. Alter.
du Scheiße. Wenn wir jetzt hier noch mal ein paar Händler finden. Hast du nichts zu tun? Ich will keinen Ärger haben. Wir reden doch sicher noch was zu erleben. Komm später wieder. Da findet man dann aber keine, wenn man gerade welche braucht. Das ist sehr schön. Stör mich nicht. Was willst du? Ich bin mir sicher, du hast was zu tun. Lass mich in Ruhe. Was willst du? Ich will handeln. Leute, ich möchte mein Geld unter die Leute bringen. Das ist sicher. Kümmer dich besser um deinen Kram. Das Holz brennt gut. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Irgendwann wird das langweilig, aber der Tag ist noch nicht gekommen. 30.000 Euro hat er. Und hier so eine Wurst. Große Waffen 1 hier. Guck mal, da habe ich hier was für dich. Dreimal das. Ja. Austin's Stone Cold Steve Austin's Schwert. Breitschwert. Das auch noch. Hier. Und ihn hier. Richtig, natürlich. Richtig. Dann alles hier so. Das hier. Und das. Und eine Stachelkeule. Und ein Knüppel. Das hätte er doch besser wissen müssen. So. Hier. Lass dich einfach mal verwöhnen. Ich hab alles für dich. Der Scheiß das auch. Das hätte ich dir vorher sagen können. Brauche ich auch nicht mehr. Was ist denn das? Oh, das ist auch vielleicht mal nützlich. Ich behalte den am besten erstmal. Ich weiß. Einige Dinge werden sich niemals. Tiere rufen, sag mal, bin ich hier der Witch Doctor oder was ist hier? Feuerregen behalte ich. Der wird wahrscheinlich irgendwann nochmal nützlich. Ja, das wird gut. Auf den Tag freue ich mich heute schon. Und der Rest, hier die fiesen Schatullen und Pokale und das hier, Goldausgleich, tauschen, jawohl! Dann brauchen wir nicht mehr so viel und ich weiß auch schon ganz genau, wo wir uns den Rest von dem Geld herholen. Aber nicht heute, das machen wir wahrscheinlich beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!